Mr. Henrys New Yorker. Die Halloween-Ausgabe. Süßes? Oder saures? Claude, ich wollte es mir nur ausleihen. Ich gehe da rein und Mr. Henry von der Marketingabteilung, er ist tot. Er ist tot? Bist du dir da sicher? Claude, ich war mal Krankenschwester, bei mir sind sie abgenippelt wie die Fliegen. Wir müssen irgendwen benachrichtigen. Harold, die Krankenschwester. Sie ist bestimmt draußen und raucht. Komm schon. Klopf, klopf, Ihre Bestellung, Sir. Ein Päckchen mit gelben Bleistiften. Das Dankeschön war heute ganz schön leise. Ist schon okay, denn von solchen Rüpeln wie Ihnen lasse ich mich nicht mehr ärgern. Dafür ist das Leben zu kurz. Auf Wiedersehen. Gut, es ist schwer, auf Wiedersehen zu sagen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt mal die wichtigsten Benimmregeln beibringen. Vielen Dank. Oh, wie freundlich. Auf Wiedersehen. Er war wie ein Vater zu mir. Hey, Jeb. Ihr trojanisches Pferd ist jetzt fertig und ich muss sagen, ein brillanter Plan. Wenn ich könnte, würde ich sie sofort von einem Löwen fressen lassen. Lydia will, dass ich so auf die GNB Halloween Party gehe. Seht euch diese Waden an. Die Kniebeugen zeigen ihre Wirkung. Oh, du hast ihn gemeint. Und ja, ich gehe dann jetzt. Lydia, ich finde dieses Kostüm blöd. Gehen wir doch als Superman und Lois Lane. Hör zu, wir gehen als Cäsar und Kleopatra. Ich habe auch schon bleihaltiges Make-up aus Kairo. Hey, wie wär's mit Franklin Delano und Eleanor Roosevelt? Du schiebst mich im Rollstuhl herum und ich trage eine Wolldecke. Ein schöner Ausblick für unsere Zukunft. Nein! Happy Halloween, Leute! Wer diese Woche im Kostüm erscheint, kriegt gratis eine Blutwurst à la Vampir. Oder eine Frankensteiner. Die Cafeteria bittet Sie nun, eine Schweigeminute einzulegen für unseren dahingeschiedenen Kollegen Mr. Henry aus der Marketingabteilung. Vielen Dank, das war wirklich ergreifend. Ich bin auch bestürzt über Mr. Henrys Tod. Ich meine, ich kannte ihn zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er immer hart gearbeitet hat und sich durch nichts und niemanden auf der Welt hat ablenken lassen. Ja, es ist schlimm, wenn jemand stirbt. Aber so habe ich mich auf das Büro bewerben können, das jetzt endlich frei wird. Was? Du willst mich und das Büro wegen eines schnöden anderen verlassen? So hast du ein geräumiges Büro ganz für dich allein. Unsere Leidenschaft. Ping-Pong. Reisende sollte man nicht aufhalten. Es freut mich, dass es für dich okay ist. Jetzt suche ich nur noch jemanden, der die ganzen Klamotten von Mr. Henry abholt und auf den Müll fährt. Ramona, du kannst sie nicht wegschmeißen. Nein, jemand muss seine Verwandten ausfindig machen, seine Erben. Oder ich krieg sie. Was ist denn da groß? Bücher, Schnickschnack, geile Pornos aus den 40ern. Und eine große Kiste voll mit Süßigkeiten. Oh, er bleibt uns allen bestimmt in bester Erinnerung, der alte weiße Nougat. Sprichst du von Karamell oder Mr. Henry? Oh. Superb. Ich weiß. Er ist tot. Milady, meine Kelle. Ihr gestattet? Darf ich mich euch vorstellen? Ich bin Carl. Von Bensonhurst. Oh, freut mich. Ich bin Jeannie von nebenan. Kann ich Ihnen einen Wunsch erfüllen? Oh, habt ihr schon einen Meister? Jeb, ich hab dir doch von den Sandalen erzählt, die diese Familie von der Lower East Side für mich anfertigen sollte. Sie sind gerade gekommen. Die Familie oder die Sandalen? Die Sandalen. Und ich kann sie nicht tragen, weil ich so einen merkwürdigen Ausschlag zwischen meinen Zehen habe. Beruhige dich, das ist nur Fußpilz. Ich habe noch eine Tube Antifußpilz da.
Wieso hast du eine Salbe gegen so eine Krankheit? Weil ich seit mehr als 30 Jahren unter Fußpilz leide. Er ist quasi ein Teil von mir. Dann hast du mich angesteckt. Hey Lydia, wenn ich dich darauf hinweisen darf, dass dein Tick, so gefährlich dünn zu sein, dich vielleicht für solche Krankheiten empfänglich macht? Sagtest du eben gefährlich dünn? Ja. Oh, vielen Dank, wie nett von dir. Sehr nett. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht als Kleopatra gehen kann, denn die trug sicher keine Fußpilzzehen in offenen Schlappen spazieren. Wenn das so ist, dann... Ich werde nicht als Eleanor Roosevelt gehen! Lord, ich krieg das Büro von Mr. Henry. Oh, freut mich. Schön, dass du wenigstens 17 Anstandsstunden eingehalten hast. Als unsere Großtante Bonnie starb, hat es über 2 Jahre gedauert, bis wir ans Trampolinspringen überhaupt denken konnten. Sie kam gerade vom Friseur und wollte partout keinen Helm aufsetzen. Bei G&B steht ein Einzelbüro leer. Wer ist tot? Oh, Mr. Henry. Fantastisch, dann kann ich ja da meine Hochzeitssachen zwischenlagern. Es ist meins. Ich habe Mr. Henry da rausgehievt, ich krieg das Büro. Das werden wir ja noch sehen. Sie kriegen es, wenn ich sterbe. Ließe sich arrangieren? Ja, jeder trauert auf seine eigene Weise. Was soll das? Finger weg! Das sind ja Pornos aus den 40ern. Nein, das ist die Hinterlassenschaft des verstorbenen Mr. Henry. Und ich möchte nicht, dass... Oh mein Gott, die sind ja spitz wie Eistüten. Was soll eigentlich der alte verstaubte Kram hier? Ich habe nämlich eine Allergie gegen alte Menschen. Da sich offensichtlich niemand hier dafür interessiert, werde ich die Sachen seinen Verwandten zurückgeben. Ich habe auch schon die Adresse eines Neffen in Queens. In der Wen interessiert das Straße? Nein, er wohnt... Claude interessiert das sehr weg. 6A. Wahnsinn, die Roosevelt, sein altes Foto. Also der Kram hier ist von der Leiche. Claude will mit den Klamotten nach Queens fahren und sie seinem Neffen übergeben. Nach Queens? Ganz allein? Ja, es kümmert sich ja sonst niemand. Ich sorge für Ihre Sicherheit. Kip, Sie werden mitfahren. Oh, nein, bitte nicht. Nein. Sie arbeiten bei den News. Als Journalist sollten Sie wissen, wie man sich in Gefahrenzonen verhält. Und wenn Sie es nicht wissen, dann werden Sie es lernen. Als Reporter in einem Spürpanzer im Irak können Sie auch nicht einfach den Schwanz einziehen. Verbinden Sie mich mit General Alvarez. Er ruft zurück. Hey, Prince. Siehst du die Genie da drüben? Aha. Ich versuche sie gerade anzubaggern. Drängel dich vor, tu mir den Gefallen. Im Ernst? Oh, ich habe sowieso so einen Hunger. Na, sowas, eine Lücke. Können Sie überhaupt noch was sehen hinter den Lappen? Was ist das noch für ein Schurke, der sich vor eine Dame drängt? Karl, du hast doch gesagt, ich soll... Ja! Somit sei eure Ehre gerettet. Als kleine Wiedergutmachung, Ma'am, gestattet mir euch, an den einzigen Tisch zu führen, der weder klebrig ist, noch wackelig. Ich habe das Gefühl, als wäre gerade eine Corvette über mich gefahren. So, 6A. Wir haben getan, was wir konnten. Stellen Sie die Kiste ab, wir gehen. Kip, ich werde dem trauernden Neffen diese Sachen hier persönlich übergeben. Übrigens, manche Leute neigen dazu, unbeaufsichtigte Kisten einfach mitzunehmen, die irgendwo im Flur stehen. Ich spreche nicht von mir. Was ist zwischen Ihnen und diesem Henry eigentlich gelaufen? Sie haben ihn getötet, so war's doch, oder? Ja. Ich lockerte ein Rad an seinem Rollstuhl und schubste ihn die Rollstuhlrampe hinab. Schuldig! Ich liebe das Kostüm. Brillant. Ein schwarzer Mr. Spock. Aber nein, ich bin Lieutenant Uhura. Die Vollbusige von Star Trek? Das sehe ich nicht. Oh, ich kann's kaum glauben. Mein erstes eigenes Büro. Lydia kann sich das Büro abschminken. Owen, seit wann rauchst du Pfeife? Wer will das wissen? Oh, du hast völlig recht. Wirklich eigenartig, Mr. Henry hat doch auch immer... Eine Pfeife!
stehen Sie zu dem ganzen Kipp? Man übertritt die Schwelle des Lebens und übrig bleibt eine Kiste mit Kram in den Händen von zwei Fremden. Während wir hier auf diesen Neffen warten, würde ich gerne nicht mit Ihnen reden. Gut. Wissen Sie? Weil die Kollegen in der Redaktion so wenig über Mr. Henry wussten, schätze ich, dass er sehr distanziert gewesen sein muss. Sein Leben lang hat er sich wahrscheinlich von allen Leuten ferngehalten, was mich ein bisschen an jemanden erinnert. Oder aber er war Mitte 20, rücksichtslos und zynisch und hatte nur die Karriereleiter im Sinn. Einer der schlauen Sorte. Er wusste, er würde später im Leben noch sehr viel Zeit haben, um Freundschaften zu schließen. Interessant. Erst kürzlich hat jemand versucht, sich mit meinem Dad anzufreunden. Der wird jetzt 60. Aber Dad hatte schon genügend Freunde aus der Zeit, in der er so circa 20 war. Der Typ konnte abzischen. Sie denken doch nicht im Ernst, ich hätte nicht gemerkt, dass Sie mit dem Typen mich meinen. Sie haben versucht, mir eine Lektion zu erteilen, mir die Augen zu öffnen. Deswegen bin ich aber nicht hier. Oder wegen Mr. Henry. Ich bin hier, um zu lernen, wie man sich in Gefahrenzonen richtig verhält. Na gut, fahren wir zurück und gehen auf die Party. Meine Freunde machen sich bestimmt schon große Sorgen um mich. Ihre Freunde machen sich auch Sorgen. Ich kann auch mein ganzes Leben lang Freunde finden. Ja, ja. Und je älter man ist, desto leichter wird es. Wenn ich zurzeit auch nicht, kann ich immer noch? Ja, ich werde einen Zettel schreiben und ihn bitten, sich die Kiste bei mir abzuholen. Hoffentlich finde ich ein paar tröstliche Worte. Claude, Sie haben es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ich muss losziehen und mir Freunde suchen. So eine Scheiße. Vielleicht Ihr Verlust ist unser Verlust. Jedenfalls werden Sie jetzt eine ganze Menge gewinnen. Du machst den Stinker aus und ich kümmere mich um den Spiegel. Oh, ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Endlich habe ich mein eigenes Büro. Marketingabteilung, Mr. Henry, im Spiegel. Was redest du da? Alles, was ich sehe, ist ein sexy Rock'n'Roll-Star, besser bekannt als Mr. Henry. Das haben wir uns eingebildet. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Trinken einen Kaffee und wechseln die Unterhosen. Deine Königin ist zurück, hat mindestens 10 Kilo Rouge auf ihren Zehen und die Sandalen sind voller Cortison. Wo ist denn mein Cäsar? Wieso gehst du als gigantischer Marienkäfer? Ich bin ganz einfach zu fett für die Marienkäferkostüm-Normalgröße. Und du hast mir gesagt, dass ich ein neues Kostüm brauche und nur zu deiner Information... Roosevelts waren alle vergriffen. Die Schwuchtel da meinte, er hätte sie vergangene Woche alle verkauft. Das einzige Rooseveltsche war diese Zigarettenspitze. Großartig. Cleopatra auf einer Party mit Franklin Delano Marienkäfer. Keine Sorge, das wird niemandem auffallen, sobald sie deine verschofften Zehen sehen. Halt die Klappe. Ich habe sehr viel Arbeit in mein Outfit gesteckt. Und wenn einer eine dumme Bemerkung macht, dann werde ich ihn zerquetschen wie einen Käfer. Hey, hey! Wir haben geschweißt. Wir haben geplaudert. Sprachen über unsere Lieblingsfilme. Und haben verschiedene Meinungen zu Panic Room. So ist das nun mal. Vielleicht wäre es nun an der Zeit zu sehen, was sich hinter Bart und Schleier verbirgt. Ha, ist das aufregend? Also dann, ich werde zählen. 1, 2, 3. So was? Ich kenne sie. Ja, ich kenne sie auch. Die eingebildete Tussi mit dem Guggenheimbeutel. Ich kann's kaum fassen, dass ich sie nett fand. Und ich fasse es nicht, dass ich sie nett fand. Guggenheimbeutel. Seht alle her, ich gehe ins Museum. Ich bin vielleicht ein Blödmann.
Milady, ihr fehltet mir. Ihr mir auch. Lasst uns nun ein wenig Wein trinken, mit dem ich koche. Siehst du das auch? Mr. Henry verfolgt mich, weil ich zu schnell hier eingezogen bin. Was soll ich nur tun? Ich habe solche Angst. Ich habe panische Angst. Ramona, ich werde schwach. Ich werfe das Handtuch. Das Ganze ist meine Schuld. Wovon redest du, Owen? Ich habe all die wahnsinnigen, fantastisch-realistischen Schocker inszeniert. Owen Kronsky! Ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Wie meine Tante Coretta, als ein Magier ihr eine Taube aus den Haaren zog. Oh, schäm dich, Owen. Es tut mir leid, entschuldige, aber ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, dass wir nicht mehr zusammen in einem Büro sitzen. Ich brauch dich doch, Ramona. Oh, das ist ja wirklich süß. Also, hast du die Pfeife angezündet? Ja, ich habe einen Zünder angeschlossen. Oh, und der Spiegel? Oh, ein Projektor auf dem Bücherregal. Oh, und der Bleistiftbecher, der Rechner und das Radio? Magneten, Motoren und ein Gebet. Und das Blut, das aus der Lüftung gekommen ist? Sekunde, wie habe ich das realisiert? Gar nicht, das war ich nicht! Hey Lydia, was soll das? Ich organisiere mir ein Büro. Jeff, was habe ich nur getan? Oh Gott, Lydia. Nur weil dich jemand auf den Pilzbefall angesprochen hat? Entschuldigung, ich suche Claude Casey. Ich bin die Vampirette, die in ihrem Körper wohnt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Andrew Henry. Ich komme auf eine Nachricht, die an meiner Apartmenttür hing. Oh Gott, ist das peinlich. Hätte ich gewusst, dass Sie kommen, hätte ich mir natürlich nie dieses Kostüm angezogen. Ihr Onkel ist tot und ich stehe hier als lebende tot. Wie gruselig. Hey, kann es sein, dass ich vielleicht zu viel rede? Da haben Sie vollkommen recht. Was hat er denn hinterlassen? Oh ja, klar, mein Schreibtisch steht gleich da drüben. Ich hatte schon das Gefühl, ich wäre die Einzige, die sich um ihn gekümmert hat, wissen Sie? Tja, viele gab's auch nicht. Er war ein Einzelgänger. Ein Mann mit bescheidenen Ansprüchen, der wie ich einige Schwierigkeiten mit seiner Sexualität hatte. Sowas auch. Und er liebte Gedichte und Cartoons. Ganz besonders die, die im New Yorker erschienen. Wie diese hier. Wirklich? Wissen Sie was? Für solche Klassiker würde ich sterben, glauben Sie mir. So wie Boondocks und Marmaduke und Kathy. Wow, was hat die für ein Selbstbewusstsein. Wenn er eine Leidenschaft in seinem Leben hatte, dann war es der New Yorker. Ich hatte ihm ein Abonnement geschenkt und ins Büro schicken lassen, aber er hat sich nie dafür bedankt. Ja. Aber es genügte mir, dass er den New Yorker kriegte, sich gefreut hat und an mich dachte, als er ihn las. Okay, ich war's. Ich hab ihm den New Yorker gestohlen. Was? Oh mein Gott. Der steckte immer so lange in seinem Briefkasten und so dachte ich, dass er ihn gar nicht lesen wollte. Er war ein langsamer Leser, Miss Casey. Es tut mir ja so leid, Mr. Henry. Wissen Sie, ich glaubte, die ganze Zeit war ich der Ansicht, dass Ihr Onkel mir sehr wichtig war und ich deshalb auch nach Ihnen suchte. Aber in Wirklichkeit ging es mir gar nicht um ihn. Ich hatte Schuldgefühle, weil ich ihn bestohlen hatte. Es war eine Sucht. Ich musste es einfach tun. Bitte seien Sie nicht so streng mit sich. Also dann und wann lasse ich auch mal einen Zinnlöffel aus einem Supermarkt mitgehen. Ja, wir haben alle schon. Sie lassen den Löffel mitgehen, ohne zu bezahlen? Naja, okay. Ich denke, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ganz genau. Miss Casey,
Könnte ich vielleicht noch einen letzten Blick in sein Büro werfen? Ich habe ihn dort nie besucht. Ja, folgen Sie mir. Sind das da seine New Yorker? Oh, ja, die gehören Ihnen. Unbedingt, klarer Fall. Oh, sehen Sie, Direktor von Babymarktkette gefeuert. Als Abfindung kriegt ein Windelpaket. Lasst uns traurig sein. Ich habe das Gefühl, als wäre gerade eine Corvette über mich gefahren. So, 6A. Wir haben getan, was wir konnten. Stellen Sie die Kiste ab, wir gehen. Kip, ich werde dem trauernden Neffen diese Sachen hier persönlich übergeben. Übrigens, manche Leute neigen dazu, unbeaufsichtigte Kisten einfach mitzunehmen, die irgendwo im Flur stehen. Ich spreche nicht von mir. Was ist zwischen Ihnen und diesem Henry eigentlich gelaufen? Sie haben ihn getötet, so war's doch, oder? Ja. Ich lockerte ein Rad an seinem Rollstuhl und schubste ihn die Rollstuhlrampe hinab. Schuldig! Ich liebe das Kostüm. Brillant. Ein schwarzer Mr. Spock. Aber nein, ich bin Lieutenant Uhura. Die Vollbusige von Star Trek? Das sehe ich nicht. Oh, ich kann's kaum glauben. Mein erstes eigenes Büro. Lydia kann sich das Büro abschminken. Owen, seit wann rauchst du Pfeife? Wer will das wissen? Oh, du hast völlig recht. Wirklich eigenartig, Mr. Henry hat doch auch immer... Eine Pfeife! Wie stehen Sie zu dem ganzen Kip? Man übertritt die Schwelle des Lebens und übrig bleibt eine Kiste mit Kram in den Händen von zwei Fremden. Während wir hier auf diesen Neffen warten, würde ich gerne nicht mit Ihnen reden. Gut. Wissen Sie? Weil die Kollegen in der Redaktion so wenig über Mr. Henry wussten, schätze ich, dass er sehr distanziert gewesen sein muss. Sein Leben lang hat er sich wahrscheinlich von allen Leuten ferngehalten, was mich ein bisschen an jemanden erinnert. Oder aber er war Mitte 20, rücksichtslos und zynisch und hatte... Oh, Mr. Henrys New Yorker. Die Halloween-Ausgabe. Süßes? Oder saures? Claude, ich wollte es mir nur ausleihen. Ich gehe da rein und Mr. Henry von der Marketingabteilung, er ist tot. Er ist tot? Bist du dir da sicher? Claude, ich war mal Krankenschwester, bei mir sind sie abgenippelt wie die Fliegen. Wir müssen irgendwen benachrichtigen. Erin, die Krankenschwester. Sie ist bestimmt draußen und raucht. Komm schon. Klopf, klopf, Ihre Bestellung, Sir. Ein Päckchen mit gelben Bleistiften. Das Dankeschön war heute ganz schön leise. Ist schon okay, denn von solchen Rüpeln wie Ihnen lasse ich mich nicht mehr ärgern. Dafür ist das Leben zu kurz. Auf Wiedersehen. Gut, es ist schwer, auf Wiedersehen zu sagen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt mal die wichtigsten Benimmregeln beibringen. Vielen Dank. Oh, wie freundlich. Auf Wiedersehen. Er war wie ein Vater zu mir. Hey, Jeb! Ihr trojanisches Pferd ist jetzt fertig und ich muss sagen, ein brillanter Plan. Wenn ich könnte, würde ich sie sofort von einem Löwen fressen lassen. Lydia will, dass ich so auf die GNB Halloween Party gehe. Seht euch diese Waden an. Die Kniebeugen zeigen ihre Wirkung. Oh, du hast ihn gemeint. Und ja, ich gehe dann jetzt. Lydia, ich finde dieses Kostüm blöd. Gehen wir doch als Superman und Lois Lane. Hör zu, wir gehen als Cäsar und Kleopatra. Ich habe auch schon bleihaltiges Make-up aus Kairo. Hey, wie wär's mit Franklin Delano und Eleanor Roosevelt? Du schiebst mich im Rollstuhl herum und ich trage eine Wolldecke. Ein schöner Ausblick für unsere Zukunft. Nein! Happy Halloween, Leute! Wer diese Woche im Kostüm erscheint, kriegt gratis eine Blutwurst à la Vampir. Oder eine Frankensteiner.
Die Cafeteria bittet Sie nun, eine Schweigeminute einzulegen für unseren dahingeschiedenen Kollegen Mr. Henry aus der Marketingabteilung. Vielen Dank, das war wirklich ergreifend. Ich bin auch bestürzt über Mr. Henrys Tod. Ich meine, ich kannte ihn zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er immer hart gearbeitet hat und sich durch nichts und niemanden auf der Welt hat ablenken lassen. Ja, es ist schlimm, wenn jemand stirbt. Aber so habe ich mich auf das Büro bewerben können, das jetzt endlich frei wird. Was? Du willst mich und das Büro wegen eines schnöden anderen verlassen? So hast du ein geräumiges Büro ganz für dich allein. Unsere Leidenschaft. Ping-Pong. Reisende sollte man nicht aufhalten. Es freut mich, dass es für dich okay ist. Jetzt suche ich nur noch jemanden, der die ganzen Klamotten von Mr. Henry abholt und auf den Müll fährt. Ramona, du kannst sie nicht wegschmeißen. Nein, jemand muss seine Verwandten ausfindig machen, seine Erben. Oder ich krieg sie. Was ist denn da groß? Bücher, Schnickschnack, geile Pornos aus den 40ern. Und eine große Kiste voll mit Süßigkeiten. Oh, er bleibt uns allen bestimmt in bester Erinnerung, der alte weiße Nougat. Sprichst du von Karamell oder Mr. Henry? Oh. Superb. Ich weiß. Er ist tot. Milady, meine Kelle. Ihr gestattet? Eigene Weise. Was soll das? Finger weg. Das sind ja Pornos aus den 40ern. Nein. Das ist die Hinterlassenschaft des verstorbenen Mr. Henry und ich möchte nicht, dass... Oh mein Gott, die sind ja spitz wie Eistüten. Was soll eigentlich der alte verstaubte Kram hier? Ich habe nämlich eine Allergie gegen alte Menschen. Da sich offensichtlich niemand hier dafür interessiert, werde ich die Sachen seinen Verwandten zurückgeben. Ich habe auch schon die Adresse eines Neffen in Queens. In der Wen interessiert das Straße? Nein, er wohnt... Claude interessiert das sehr weg. 6a. Wahnsinn, die Roosevelt, sein altes Foto. Also der Kram hier ist von der Leiche. Claude will mit den Klamotten nach Queens fahren und sie seinem Neffen übergeben. Nach Queens? Ganz allein? Ja, es kümmert sich ja sonst niemand. Ich sorge für Ihre Sicherheit. Kip, Sie werden mitfahren. Oh, nein, bitte nicht. Nein. Sie arbeiten bei den News. Als Journalist sollten Sie wissen, wie man sich in Gefahrenzonen verhält. Und wenn Sie es nicht wissen, dann werden Sie es lernen. Als Reporter in einem Spürpanzer im Irak können Sie auch nicht einfach den Schwanz einziehen. Verbinden Sie mich mit General Alvarez. Er ruft zurück. Hey, Prince. Siehst du die Genie da drüben? Aha. Ich versuche sie gerade anzubaggern. Drängel dich vor, tu mir den Gefallen. Im Ernst? Oh, ich hab sowieso so einen Hunger. Na, sowas, eine Lücke. Können Sie überhaupt noch was sehen hinter den Lappen? Was ist das noch für ein Schurke, der sich vor eine Dame drängt? Karl, du hast doch gesagt, ich soll... Ja! Somit sei eure Ehre gerettet. Als kleine Wiedergutmachung, Ma'am, gestattet mir euch, einen einzigen Tisch zu führen, der weder klebrig ist, noch wackelig. Darf ich mich euch vorstellen? Ich bin Carl. Von Bensonhurst. Oh, freut mich. Ich bin Jeannie von nebenan. Kann ich Ihnen einen Wunsch erfüllen? Oh, habt ihr schon einen Meister? Jeb, ich hab dir doch von den Sandalen erzählt, die diese Familie von der Lower East Side für mich anfertigen sollte. Sie sind gerade gekommen. Die Familie oder die Sandalen? Die Sandalen. Und ich kann sie nicht tragen, weil ich so einen merkwürdigen Ausschlag zwischen meinen Zehen habe. Beruhige dich, das ist nur Fußpilz. Ich habe noch eine Tube Antifußpilz da. Wieso hast du eine Salbe gegen so eine Krankheit? Weil ich seit mehr als 30 Jahren unter Fußpilz leide. Er ist quasi ein Teil von mir. Dann hast du mich angesteckt.
Hey Lydia, wenn ich dich darauf hinweisen darf, dass dein Tick, so gefährlich dünn zu sein, dich vielleicht für solche Krankheiten empfänglich macht. Sagtest du eben gefährlich dünn? Ja. Oh, vielen Dank, wie nett von dir. Sehr nett. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht als Kleopatra gehen kann, denn die trug sicher keine Fußpilzzehen in offenen Schlappen spazieren. Wenn das so ist, dann... Ich werde nicht als Eleanor Roosevelt gehen! Lord, ich krieg das Büro von Mr. Henry. Oh, freut mich. Schön, dass du wenigstens 17 Anstandsstunden eingehalten hast. Als unsere Großtante Bonnie starb, hat es über 2 Jahre gedauert, bis wir ans Trampolinspringen überhaupt denken konnten. Sie kam gerade vom Friseur und wollte partout keinen Helm aufsetzen. Bei G&B steht ein Einzelbüro leer. Wie er es tut. Oh, Mr. Henry. Fantastisch, dann kann ich ja da meine Hochzeitssachen zwischenlagern. Es ist meins. Ich habe Mr. Henry da rausgehievt, ich krieg das Büro. Das werden wir ja noch sehen. Sie kriegen es, wenn ich sterbe. Ließe sich arrangieren. Ja, jeder trauert auf seine